Guten Tag, Leute. Heute gibt es keinen Content von mir, also nichts Fitnessmäßiges dazu, sondern ich habe mir überlegt, ich könnte jetzt mal ein Video machen über Sprüche, wie mich Leute manchmal angesprochen haben. Und ja, ich habe mir dann so die Antwort ein bisschen ausgedacht und vielleicht wird es dann ein bisschen lustig. Man kommt ja manchmal in die Situation, wo man sich gezwungenerweise, gerade in der Ausbildung von Physiotherapeuten oder so, sich obenrum frei machen muss und dann in kurzer Hose da hockt. Und da wurde mir mal ein schöner Spruch reingedrückt und da wollte ich jetzt einfach mal eine Antwort drauf geben. Und zwar, jemand hat zu mir gesagt, yo, schaust oben echt in Ordnung aus, aber deine Beine trainierst du nicht. Stimmt, du hast recht. Mir geht's, also ich habe einen Trainingsplan, das ist ein Zweiersplit, einmal Bizeps und einmal Trizeps. Das mache ich 6-mal die Woche. Montag fange ich mit Bizeps an, Dienstag mit Trizeps. Beine trainiere ich generell nicht, weil die für mich einfach unwichtig sind und ich dahinter keinen Sinn sehe. Ja, wenn du mit dem Sport so weitermachst, mit dem Fitness, hast du in ein paar Jahren Probleme mit den Gelenken. Der Typ, wo das zu mir gesagt hat, hat eigentlich nur so viel gewogen, wie ich Max Rap beim Bankdrücken mache. Also ganz normal eigentlich. Genau richtig. Mein Ziel ist es, mit dem Sport immer so viel Gewicht zu nehmen, dass ich in ein paar Jahren Gelenksprobleme habe. Ich mache das nicht aus gesundheitlichen Problemen, also gesundheitlichen Gründen, sondern ich versuche mich einfach wirklich mit Ziel und Plan kontinuierlich zu zerstören. Gelenkmäßig und auch von den Knochen und einfach alles will ich bei mir kaputt machen. Damit hast du vollkommen recht, dass ich in ein paar Jahren auch Probleme mit den Gelenken habe und das ist auch mein primäres Ziel. Dritter Spruch. Ja, ich war mal weg, also ich gehe auch mal ab und zu weg, muss ich ehrlich gesagt zugeben. War ich im Fitnessstudio und dann hat mir einer gesagt, das ist schon ein bisschen länger her, hat mir einer gesagt, du weißt doch schon, ein Vollrausch oder einmal besoffen sein, verdirbt dir quasi oder zieht dich 8 Wochen im Training zurück. Rechnen wir das mal durch. Moment. Also wir rechnen jetzt, dass ich erst seit 4 Jahren richtig trainiere, habe ich ja auch letztes Mal bei meinem Interview gesagt. Wir rechnen es einfach mal durch, wie viele Jahre ich jetzt quasi schon verschwendet habe. Ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. In diesen 2592 Wochen habe ich jedes zweite Wochenende einmal getrunken. Das ist jetzt ein realistischer Durchschnitt. Manchmal hat man mal mehr Zeit wegzugehen, manchmal weniger. Also nehmen wir dieses Ding hier durch 2. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde. Also nach seiner Rechnung, wenn ich jetzt 4 Jahre schon trainiere und da jedes zweite Wochenende weggegangen bin, ein bisschen was getrunken habe und jedes Mal trinkt, mich 8 Wochen mit meinem Training zurückwirft, müsste ich jetzt eigentlich, dürfte ich jetzt noch gar nicht trainiert haben, sondern würde erst in 12 Jahren anfangen zu trainieren. Danke für deinen Tipp. Ich werde es auf jeden Fall beibehalten. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.